Strategien des Medienwechsels nach Robert Stamm. Das folgende Video basiert auf Überlegungen des Filmtheoretikers Robert Stamm, die er in seinen beiden Texten The Theory and Practice of Adaptation von 2005 und Beyond Fidelity, The Dialogics of Adaptation von 2000 über Adaption ausgeführt hat. In beiden Texten kritisiert er die Art und Weise, wie über filmische Adaptionen von Literatur gesprochen wird und wie Vorlage und Adaption miteinander verglichen werden. Das Internet ist voll von Video-Essays, die aus RezipientInnen-Sicht Filme kritisch besprechen. Auf dem YouTube-Channel Jack's Movie Review kommt eine Filmkritik über Baz Luhrmanns Adaption von The Great Gatsby aus dem Jahre 2013 zu folgendem Urteil. To everybody who reads the book, they envision Gatsby one way, because his life is supposed to be their American dream. But when you film that, you take the imagination out of it. No longer does everybody who watches it have their own interpretation, but they are now forced to only have one. They can only see one. When I say that this is a story that can't be filmed, I don't mean literally. It's not due to a technical limitation. But instead, the problem is that this is a story that is built around the imagination. And when you film the story, you take away the imagination, which is the essence of the novel. Die Vorstellungskraft ist die Essenz des Romans. Der Film war nicht getreu der Vorlage. Das Buch war besser. Was in solchen Ansprüchen und Urteilen durchschimmert, ist etwas, was Robert Stamm in seinem Artikel gut beschreibt. We read a novel through our interjected desires, hopes and utopias. And as we read, we fashion our own imaginary mise-en-scene of the novel on the private stages of our minds. When we are confronted with someone else's fantasy, as Christian Metz pointed out long ago, we feel the loss of our own phantasmatic relation to the novel, with the result that the adaptation itself becomes a kind of bad object. Was man also wirklich meint, wenn man sagt, das Buch bzw. die Vorlage sei besser, ist salopp gesprochen, dass einem die eigene Fantasie und Vorstellung über den Hypotext besser gefällt, als die filmische Adaption, die man rezipiert hat. Statt also generalisierende, voreingenommene, moralistisch bewertende Aussagen zu treffen, schlägt Stamm einen pragmatischeren Weg vor, wie die Beziehung zwischen Adaption und Vorlage konstruktiv gefasst werden kann. Stamm begreift Literatur und Filme als intertextuelle Mischform, die Aspekte anderer Medien immer schon mit aufgegriffen haben. Seine Überlegungen basieren dabei unter anderem auf die Intertextualitätstheorie nach Kristeva und auf die Transtextualitätstheorie des französischen Literaturtheoretikers Gérard Genette. Die Beziehung zwischen Adaption und Vorlage fasst er unter Genettes Kategorie der Hypertextualität. Damit ist die Beziehung zwischen einem Text bzw. Hypertext und einem früheren, ihm vorhergehenden Text Hypotext gemeint. Die so erfolgte Dekonstruktion der vermeintlich hierarchischen Beziehung zwischen Hyper- und Hypotext lässt uns nun fragen, inwieweit Hyper- und Hypotext in den Austausch gehen. Dazu nennt Stamm in seinem Aufsatz Beyond Fidelity eine Vielzahl an Strategien, die beim Medienwechsel von Text zu Film zum Einsatz kommen können. Selektion und Extrapolation. Filmische Adaptionen werden zum einen aus produktionsbedingten Gründen, einem Auswahlprozess sowie der Extrapolation unterworfen. Das können sein die Länge des Films oder auch die Produktionskosten. Zum anderen beeinflussen genretechnische Überlegungen und Entscheidungen die Adaption des Materials. Je nach Genre, ob Komödie, Martial Arts Film oder Melodrama, führen die jeweiligen Genrekonventionen zu bestimmten Selektionsprozessen. Weiterhin spielen ästhetische Vorlieben des Regisseurs und mediumsspezifische Entscheidungen eine Rolle dabei, wie das Material adaptiert werden kann. Die Story und/oder gewisse Plotfäden werden gekürzt, andere Akzente gesetzt, Ereignisse oder Figurenkonstellationen umgestellt oder ganz weggelassen. Wir müssen uns also fragen, welche Settings, Ereignisse, Figuren, Plot-Elemente des Hypotextes tauchen im Hypertext auf und welche nicht? Nehmen wir ein Beispiel. Die Töchter des Apothekers Kim ist ein Roman von Park Yong-ni aus dem Jahre 1962. Ein Jahr später verfilmt Regisseur Yoo Hyun-mok den Roman unter dem gleichnamigen Titel. In der Verfilmung Die Töchter des Apothekers Kim werden einige Streichungen vorgenommen. Die Figur der Yong-hae, die jüngste Tochter des Apothekers, fehlt in der filmischen Adaption, da ihr Charakter keinen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf der Story hat. Interessant ist bei allen vorgenommenen Selektionen und extrapolierenden Handlungen dabei der Effekt auf die Zuschauenden.
Wie wirken sich die Änderungen auf die Rezeption aus? Langsam senkte sich der Vorhang vor dem Hafen von Tungyung. Auf Deck an der Reling sah man Yongbins Gesicht, so weiß wie eine Nachtkerze. In der feuchten Luft lag Yongbins lautlose Wehklage. Und obwohl der Frühling näher rückte, war der Wind noch schneidend kalt. Das Ende des Romans Die Töchter des Apothekers Kim wird in der filmischen Adaption umgedeutet. Im Roman lassen die ledig gebliebene Zweitälteste und die jüngste Tochter den todkranken Vater auf seinen eigenen Wunsch hin in Tungyung zurück und reisen auf dem Schiff nach Seoul. Der Film zeigt ein versöhnlicheres, bittersüßes Happy End. Der todkranke Vater will seine Zweitälteste nicht nach Seoul begleiten und drängt sie abzureisen. Am Hafen trifft sie auf Kanguk, der beim Vater um ihre Hand angehalten hat, und gemeinsam kehren sie zum Vater zurück. Wie beeinflusst es die Rezeption, wenn die letzte Szene des Filmes im Vergleich zum Buch mit der Rückkehr zum Vater endet? Konkretisierung. In der Literatur gibt es Wahrheit, Lücken, Leerstellen und Räume, die auszumalen und sich vorzustellen der Fantasie der LeserInnen überlassen wird. Audiovisuelle Medien wie der Film müssen und können solche Lücken konkretisieren, um nicht beliebig und unglaubwürdig zu sein. Außerdem sind sie aufgrund ihrer ikonischen Eigenschaften schon per se konkret. Der Film Ange von Regisseur Kim Soo-young aus dem Jahr 1967 beginnt mit der Einführung des Protagonisten als neurotischen, nervlich geplagten, berufstätigen Städter in der Metropole Seoul, dem der urbane Trubel zu viel wird. Was in der Kurzgeschichte Mujingaeng aus dem Jahr 1964 von Autor Kim Seung-wook nur knapp angedeutet wird, gewinnt in der Verfilmung durch die visuelle und orale Konkretisierung des Stadtlebens anhand des dichten Verkehrs, der oberen hohen Architektur und des hörbaren Lärms mehr Bedeutung und verstärkt somit den Kontrast zu dem ländlich geprägten Leben seiner Heimatstadt. Ein anderes Beispiel, in der literarische Wahrheit ganz virtuos und völlig neu im Film konkretisiert und neu kontextualisiert wird, ist Lee Chang-dongs Morning Burning von 2016, welcher auf der Kurzgeschichte von Haruki Murakamis Scheunenabbrennen beruht. Die namenlosen Charaktere der Kurzgeschichte erhalten im Film neben Gesicht und Körper eine Identität, Persönlichkeit sowie noch mehr Backstory, ohne dass sich die beunruhigende Spannung des Nichtgesagten und Nichtgesehenen, die die Kurzgeschichte erzeugt, im Film verlieren würde. Aktualisierung. Die Verlegung und Verortung einer Handlung des Hypotextes in einen anderen zeitlichen, historischen oder sozialen Kontext im Hypertext ist eine Aktualisierung. Eine Aktualisierung liegt vor, wenn zum Beispiel eine ursprünglich im 19. Jahrhundert in Frankreich spielende Erzählung in der filmischen Adaption in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts in Südkorea verlegt wird. Wie zum Beispiel Park Chan-wooks Thirst, Pakji aus dem Jahre 2009. Popularisierung. Dass eine Adaption eines vorangegangenen Hypotextes existiert oder neu unternommen wird, bedeutet an sich schon eine Popularisierung des erzählten Stoffes. Die Übertragung eines Textes in ein anderes Medienformat, zum Beispiel von einem Theaterstück in einen Film, man denke da an Shakespeare, führt zu einer noch breiteren Rezeption dessen und damit zu noch größerer Bekanntheit. Ein als klassisch und kanonisch wahrgenommener Text, wie die Erzählung von Chunyang, wurde in der koreanischen Filmgeschichte zigfach neu verfilmt. Jede neue Adaption über Chunyang trägt zur Fortschreibung des Kanons, aber auch zur Aktualisierung und Popularisierung der Erzählung bei. Rekulturalisierung. Park Chan-wooks Film Agashi aus dem Jahr 2016 ist eine Adaption von Sarah Waters' historischem Krimi Fingersmith, den sie 2002 veröffentlichte. Die Handlung des Romans spielt im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts, während Park Chan-wook die filmische Handlung ins Korea der 1930er Jahre, zur Zeit der japanischen Kolonialzeit, verlegt. Diese Form der Kontextualisierung in einem anderen kulturellen Setting wird auch als Rekulturalisierung bezeichnet. Hier wird das Ausgangsmaterial an die Gegebenheiten des kontaktnehmenden Systems angepasst. Das können sein lokale Settings,
spezifische Konventionen, Symbole, Codes und all die kulturellen Praktiken des kontaktnehmenden Hypertextes. Kritik. Eine Adaption kann am Hypotext Kritik üben, indem er um kritische Perspektiven ergänzt wird oder die problematischen Inhalte thematisiert werden. Auch Ironie und Parodie gehören zur impliziten Kritik. In der satirischen Komödie Man Friday von Jack Cole von 1975 wird das koloniale Aufklärungsbestreben von Robinson Crusoe gegenüber dem Inselbewohner Freitag parodisiert und ad absurdum geführt. So your one single all-alone god is really many gods. Perhaps he is one god with many shapes. And perhaps one of the shapes is the shape of a banana. Warum sind filmische Adaptionen interessant? Adaptionen sind Barometer aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen. Jede Adaption, jeder Hypertext stellt eine Interpretation des adaptierten Materials dar, in das die zeitgenössischen Diskurse zum Zeitpunkt der Produktion mit eingeflossen sind. Jede Adaption enthüllt daher nicht nur Aspekte des adaptierten Stoffes und seines Entstehungskontextes, sondern gibt auch einen Einblick in die Zeit und die kulturellen Praktiken der Adaption selbst.